Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Pioneers of Pagonia. Neue Insel, neues Glück, neue Herausforderungen. Wir sind hier noch ganz am Anfang. Und da hatte ich ja das Problem mit dem Wachturm. So weniger mit dem Wachturm, also vielmehr, dass der Wachturm hier so ein bisschen im Weg steht, um hier einen weiteren Weg in diese Richtung bauen zu können. Das war nicht so clever durchdacht, um es mal so auszudrücken. Gut, die Zeit wird es zeigen, wie wir da weiter vorgehen werden müssen, wie auch immer. Da sind die Leute schon eifrig dabei, die Grenze zu verschieben, damit wir entsprechendes Land gewinnen. Hier gibt es nichts zum Sammeln. Ich dachte, es werden hier so ein paar Bären anwesend. Also sammelbare Bären, aber leider nein. Da entsteht gerade das Forsthaus. Habe ich das schon entsprechend alles eingerichtet? Oder ich weiß nicht, was ich in der Vergangenheit so gemacht habe. Das sieht gut aus. Ein bisschen wieder reinkommen. Ihr werdet es wahrscheinlich schon an anderen Stellen erfahren haben oder ihr wusstet es sowieso. Ihr wisst ja meistens mehr als ich, was nicht großartig verwunderlich oder nichts Neues ist. Nahrung ist ja immer hier so ein bisschen so das Thema, ne? Das war ja auch mal angestoßen hier von User, wo dann gefragt wurde, hier von wegen mit den Feldern, Weizenfeldern und so weiter und so fort. Und das hat mich natürlich auch so ein bisschen noch weiter beschäftigt, weil ich mir selber die Frage gestellt habe, für was braucht man die Felder, für was ist dann das Brot und so weiter und so fort. Die verschiedenen Nahrungsmöglichkeiten oder Ernährungsmöglichkeiten. Ich für mich selber hatte dann so gedacht, ja, so ausgewogene Ernährung. Im Prinzip geht es so ein bisschen in die Richtung. Wir haben ja, die Taverne kann ja zwei Sachen machen. Sie kann ja einmal diese, oder vielmehr hier in diesem Dorf gibt es zwei Sachen, die man produzieren kann. Einmal diese Stärkungsmittel, diese Stärkungsnahrung, also die Nahrung, die halt, ne, hier Mukis gibt, Kraft gibt und so weiter, für die Bergleute, für die Steinmütze, glaube ich. Die brauchen entsprechende Nahrung. Und dann gibt es ja noch die Genussnahrungsmittel, die werden ja in der Taverne hergestellt. Und die sind ja dafür zuständig oder das ist ja dafür wichtig, dass hier entsprechend Nachwuchs, ja, entsteht. Dass die Leute sich hier vermehren. Die Kanickel. Und auf jeden Fall, dafür ist halt diese Genussnahrung wichtig. Und da gibt es halt verschiedene Schwerpunkte. Ne? Also beispielsweise hier bei den Stärkungs, also bei der Nahrung, die Kraft gibt, dass das Fleisch von den Wildschweinen sehr wichtig, weil das gibt am meisten Power. Und bei den Genussnahrungsmitteln oder ist es dann halt so, dass Rehfleisch wichtig ist, auch wenn es von dem, was es an Nahrung sozusagen, also an Stärke gibt oder ne, die Nahrungseffektivität, wie auch immer man das nennen mag, komme jetzt gerade nicht drauf, geringer ist als bei Wildschwein, ist da aber das Reh halt sehr wichtig und Brot als Beilage. Ja, also diese Genussnahrungsmittel, die ziehen sich halt zusammen oder setzen sich zusammen aus dem Hauptnahrungsmittel, das wäre halt das Reh. Eine Beilage, das wäre beispielsweise Brot, es gibt auch noch andere Beilagen, ich glaube Kohl zielt da auch als Beilage. Die Himbeeren ist dann so das Dessert und dann halt Wasser hat auch noch seinen Stellenwert als Getränk. Und wenn man da halt die richtige Kombination hat, dann, aber hallo, ja, dann ist also mit dem Nachwuchs geht da alles klar. So, ja, dann ist dieser Bereich dann jetzt auch von mir endlich entdeckt und worden und ich habe das dann jetzt auch mal so langsam realisiert und ich glaube, ich sollte mal so langsam anfangen mit dem eigentlichen Spiel. Ich mache wieder so eine halbe Stunde den Erklärbär für Dinge, die ihr schon längst wisst. Und ihr euch mal fragt, wieso macht ihr das nicht so und so und so und so? Dann, wo ich schon mal gerade da mit dem Erklärbär dabei bin, auch die, ich gehe mal kurz hier drauf, wie heißt das Ding nochmal gleich, damit ich das richtig sage, die Schatzkammer, die ist auch sehr wichtig in Bezug auf die Kampfkraft unserer Einheiten.
Die fangen nämlich mit 100% an und das Ganze kann sich dann aufschaukeln oder kann mit diesen Schatzkammern halt aufgepeppt werden bis auf 200%, Quatsch, bis auf 400% als Maximum. Ich sehe hier schon wieder Getier, das Ärger macht. Dann setze ich doch mal ganz kack weg. Hier so vielleicht. Eine Jagdhütte hin, aber was wir wesentlich dringender brauchen, ist natürlich der Steinbruch. Das sieht schon wieder alles sehr, sehr abenteuerlich aus hier. Ja, ich setze den mal. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Hier so hin. Vielleicht ein bisschen gedreht. Hier so hin. Steinbruch. Okay, und dann brauchen wir natürlich dann auch noch den Steinmetz. Oh mein Gott, hier passt nichts hin. Das ist. Ich weiß, das sind jetzt weitere Wege. Aber ihr seht ja selber, wie das hier aussieht. Um das gleich mal vorweg zu sagen. Ich bin mit der ganzen Situation jetzt hier nicht ganz so zufrieden. Das ist alles andere als toll. Aber ich muss mich den Gegebenheiten entsprechend anpassen. So, kriege ich den Vogel hier noch irgendwie dran? Das sieht ganz gut aus. Ja, ne, hier würde ich ganz gerne diesen machen, aber, ihr seht es selber. Vielleicht mache ich das mal anders. Moment mal, ist hier gerade. Das ist. Zack, um. Hallo? Weg damit. Ja, will ich weg haben. So. Oh! Das ist aber jetzt eine andere Animation als die, die man so kennt, glaube ich. So, Moment, Augenblick, da muss ich aber sofort wieder intervenieren. Rundung. Wachturm, der wandert dann mal flugs hier so hin. So ungefähr hier auf dieser Höhe. So. Straße, kriege ich die jetzt hier lang? Das sieht gut aus. Das sieht, Moment mal, Augenblick. Nee, ja, dann machen wir das mal auf. Ich versuche doch mal dann direkt ganz anders. So. Kannst dich dann mal so schön, wie sich das gehört, hier so lang. Kirschen. So, ja, hier los. Wird keine Planierer verfügbar? Warum? Bin hier ausgestorben? Ist da irgendwas passiert? Von dem ich nichts weiß. Hallo? Und hier. Bla, Planierer? Handelsdingenskirchen. Wo sehe ich denn hier meine Leute? Bauwesen. Planierer 15 Stück. War das hier? Achso, für okay. Ja. Sind die gerade anderweitig beschäftigt? Deswegen, alles klar, okay. So, ist auf dem Weg, alles gut. So, wir hätten also hier die Jagdhütte. Dann. Oha. Jetzt geht das mit dem Holz natürlich los. Wir brauchen, Moment, Nahrung. Wo ist denn der Kollege jetzt wieder? Achso, das wird wahrscheinlich hier sein. Marktbrunnen, Taverne, Proviantmacher. Ja, genau, macht Sinn. Dann würde ich hier auch ganz gerne schon mal so einen Proviantmacher unterbringen. Den könnte man, wenn das geht. Da so ansiedeln. So, Moment, braucht ihr noch irgendwas? Hm.
Ja, jetzt mal von den Grund, also von den Rohnahrungsmitteln mal abgesehen, die zu das so verarbeiten sind. Klar, habe ich kurz überlegt, ob da vielleicht auch noch einen Brunnen oder so braucht. Okay, ja, super. Der Weg ist jetzt natürlich auch benutzt. Das ist schon mal cool. Sehr schön. Das nicht mal irgendwie weiter oben? Ja, es sind wieder Dinge passiert. Die haben da wieder rumgetrickst. Die bösen Entwickler. Nee, die machen einen guten Job. So, ich speichere mal ganz kurz. Vorsichtshalber. Vorsichtshalber. Moment, einmal hier kurz hier neuen Speicherplatz bla anlegen. Und dann zurück zum Spiel. So, da wird der Wachturm hochgezogen. Ich benötige noch einen, wenigstens einen weiteren Holzfäller. Holzfällerhütte. Setzen wir meinetwegen da so hin. Ran ans Geschehen. Und ja. Machen wir das mal so. Ich bin da flexibel. Ja, Moment, das ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Wenn ich da mal hingehe. Ja, was? Und den Pinorik vielleicht mal hier so hinsetze. Na, dann ist hier so der Bereich, der soll dann so abgeholzt werden. So schwerpunktmäßig. Nach Möglichkeit bitte erwachsene Bäume. Das wäre dann auch schon mal geschehen. Okay. Eieieiei. Ich sehe jede Menge natürliche Grenzen und jede Menge Grenzen, die dadurch gegeben sind, dass hier rechts und links schon andere Mitstreiter existieren. Ich habe hier ein bisschen Kohle, sehe ich gerade. Ich habe hier Stein. Stein, Stein, Stein. Etwas Kupfer. Ich habe jetzt noch nicht einen einzigen Brocken Eisen entdeckt, nur ganz nebenbei bemerkt. Ja, also Kupfer ist da, ist auch nicht endlos. Da ist ein bisschen Eisenerz, das wir für uns nutzen könnten. Wenn wir dann da rankommen sollten, was wir bis jetzt als möglicher... als mögliche Möglichkeit aus. Eine mögliche Möglichkeit. Kohle, Kohle, Kupfer, Kupfer, Kalkstein, bisschen das Kalkstein und das ein Pinorik Eisenerz. Sonst geht's euch gut. Und das wird schon wieder hier. Hier ist nix. Ja, hier ist Flachs. Und Holz, okay. Immerhin. Ich denke mal, da ist ein Wachturm. Also entweder muss ich hier ganz kräftig Handel betreiben, wenn das irgendwie machbar ist. Ah, da werden schon die ersten Wildschweine geschlachtet. Bisschen Silbererz. Euer Ernst? Moment mal, was ist hier los rum? Was ist da? Achso, die warten auf Stärkungsmahlzeiten. Genau, das war der Begriff, gesucht und ich gefunden habe. Die warten auf die Stärkungsmahlzeiten. Und da ist, wie ich schon sagte, den Pinorik man da so hin. Das passt, glaube ich, ganz gut. Oder Moment mal. Ich kann ja noch hier so hinsetzen. Das ist vielleicht sogar noch besser. Ja, diese Stärkungsmahlzeiten. Da ist halt Wildschwein ganz vorne weg. Ja, da haben wir ja, wir haben ja auch schon das hier gerade erfolgreich Wildschwein erjagen können. Und was? Jagdtiere Effizienz 0%? Hatte der nicht gerade irgendwie? Ich meine, ich hätte da ein Wildschwein schreien hören. Achso. Moment. Ja, ich bin da. Okay. Verstehe. So. Ah, die sind, okay, da werden die Leute sind da gerade dabei, dieses Gebiet, dieses Gebäude zu besetzen, um dann halt dieses Gebiet hier erschließen zu können. Huh. Das ist aber heftig. Das war sehr heftig. Ich muss noch eine weitere Sache machen, bevor ich hier irgendwie was anderes mache. Ich brauche hier noch einen weiteren Wachturm. Nach Möglichkeit hier so.
Genau. Okay. Ja, das kann lustig werden. Das kann sehr lustig werden. Wir brauchen auf jeden Fall Kohle. Wir brauchen Kupfer, wir brauchen Kalkstein auch. Ja, sehr richtig. Nur ein so ein Pinorik, da ist noch ein bisschen Kalkstein. Das wird hier alles andere als spaßig. Das ist jetzt schon klar. Hier kriege ich natürlich nichts hingesetzt, ne? Das kommt noch mit dazu. Und die Möglichkeit, hier Dinge zu bauen, ist begrenzt. Ich kann es mal so ausdrücken. Die ist sehr begrenzt. Ich meine, ich kann den hier hinsetzen, aber ich bekomme keinen Connect mit irgendeinem Weg dahin. Das kann man ausschließen. Ho, 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 ho. Ja, ich glaube, geht nicht anders. Setz den mal hier hin. Der bitte das und dann hier so, also die beiden Bereiche, da ist auch noch ein bisschen Kalkstein. Steinbruch. Ihr kümmert euch mal ausschließlich um Steine. Okay, dann brauche ich. Der Steinmetz, der ist schon häufig dabei, das ist cool. Dann brauche ich aber noch einen zweiten. Und wir brauchen noch eine dritte Holzfällerhütte. Wenn ich gerade dabei bin, dann mache ich die auch. Hier ist das mal hier und Josef. Das ist, ja. Hier hin und du kannst dich dann hier so in diesem Bereich so ein bisschen umtun. Erstmal, ich kann die auch noch woanders hinsetzen, aber jetzt erstmal damit ich die Sachen, die wir so ganz dringend brauchen für die Versorgung, damit wir überhaupt bauen können und so weiter, die will ich da erstmal weit geregelt haben. Holzwerkstatt ist das eins der nächsten Punkte, die wollen gleich mal ganz kurz durch. Holzwerkstatt ist wichtig. Steinmetz, ein zweiter Steinmetz, genau. Den brauchen wir auch. Möglichst schnell. Also erstmal alles, was so im Bereich Bauen ist, angelegt ist, da muss ich jetzt erstmal ran. Den setze ich dann auch hier hin. Egal. Karl. So. Der kümmert sich aber hier um Stein. Ah, Moment. Ich habe noch was vergessen. Ja, gut. Warte. Macht es Sinn, beides zu produzieren? Oder ist das besser, so zu machen? Bin mir da nie so ganz sicher. Na, hier, das lasse ich erstmal zu. Ne? Den kannst du jetzt erstmal herstellen. Brauchen wir ja auch dringend. So, was wir auch noch brauchen. Steinbruch, Steinmetz, Steinmühle. Kriege ich die Steinmühle hier auch noch hin? Ich meine, viel mehr kann ich hier sowieso nicht hinsetzen. Mir ist gerade nicht so sicher, ob ich hier nicht irgendwie gerade einen dummen Fehler mache, wenn ich die jetzt hier hinsetze, weil dann verbaue ich mir hier alles. Das ist schwierig. Machen wir Folgendes. Jetzt hier eine Holzfällerhütte auf jeden Fall schon mal hin. Moment.
Ja, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen alles aus dem... nicht so... Supi-dupi. Gib mich zu. Das ist etwas aus der Hüfte geschossen. Krieg ich das Ding jetzt da noch hin? Und dann habe ich hier wenigstens die Holzfällerhütte. Die kann auch alles wegsäbeln. Und sollte ich hier austoben. Das muss alles weg hier. Ich brauche Bauland. So. Was rennt jeder so durch die Gegend? Holz und Stein. Steinmühle ist immer noch Thema. Dann setze ich die nämlich hier hin. So. Steinmühle. Okay. Ja, ich weiß, 10.000 Bauaufträge, aber das muss erstmal sein. Gut, Holzwerkstatt habe ich noch nicht am Start. Eine Sammelhütte, Gemeinde, ja, die Farmland, das wird lustig. Das wird lustig. Da habe ich das Einzige, was ich hier an Grünstreifen ist, ist hier. Das heißt, hier müssen die Dinge passieren, anders geht das gar nicht. Alles andere kann ich vergessen erstmal. Habe ich hier eine Möglichkeit, irgendwo eine Sammelhütte hinzusetzen? Sammelhütte? So, wer ist dabei? Achtung. Okay. Okay, das ist klar. Ne? Das muss erstmal hier wieder hergestellt werden. Die Grenzsteine, da habe ich nichts mehr. Gehe mal von aus. So, Steinbruch funktioniert. Da ist der Steinmetz. Der wird noch gebaut. Da habe ich die Holzfällerhütte. Steinmühle. Okay. So, ja, Holzwerkstatt. Ihr seid lustig. Holz. Das glaube ich. Der Bereich, ich kann es mir einfach nicht merken. Gildehaus brauchen wir auch. Werkzeug, Schmiede, wir brauchen so viel. Holzwerkstatt, wir brauchen alles. Eine Holzwerkstatt würde ich hier leider nicht hinkriegen. Bin ich schlecht. Kriegen wir jetzt schon ganz große, massive Probleme. Moment mal. Aber hier würde ich dich hinbekommen. Ist nicht übel. Augenblick. Hier sehr ungerne, ne, wegen, ihr wisst schon, Felder, die da zu bauen sind. Gut, ich habe ja da den Weg. Machen wir das so. Ist, glaube ich, egal, ne? Ist Lösung oder so. Ich da eh nicht mehr viel hingesetzt. Egal, wie ich das mache. Glaube ich. Was machst du? Ich setze die mal so hin. So, dann haben wir die. Nein! Was ist da passiert? Damit. So, dann haben wir hier die Holzwerkstatt. Gilde, Gedingse, wo war das jetzt wieder? Bearbeitung, Bergbau, Gildehaus. Ein Gildehaus. Das könnte man tatsächlich hier hinsetzen.
Gildehaus, Werkzeugschmiede haben wir noch nicht, Holzwerkstatt ist gerade in Auftrag gegeben, Rüstungsschmiede haben wir noch nicht, Kunstschmiede, Militärabenteuergilde, wir brauchen eine Weberei, eine Schneiderei und ja, das etwas später. Eine Weberei. Kann ich hier nicht hin? Würde ich aber beispielsweise durchaus hier hinkriegen. Eine Weberei. Schneiderei. Passt da nicht hin. Würde ich aber glaube so ich hier hinkriegen. Ja. Toll ist das alles nicht. So. Steinmetze haben wir 2, Holzfällerhütten haben wir 3, Baustellen campen wir noch nicht. Wohnhäuser bräuchten wir. Gildehaus, Schneiderei ist im Bau. Das ist mal cool. Wohnhäuser. Muss jetzt so viel wie möglich hier schon mal in Auftrag, damit wir das, was wir haben, haben. Ja, würde ich mal sagen. Das, was wir haben, haben. Was wir nicht mehr haben, ist Zeit. Ich bin schon etwas über die Zeit hinweg für so eine Folge. Ihr merkt schon, das wird hier nicht so ganz einfach, nicht ganz so simpel. Aber wir werden das schon irgendwie bekommen, hoffe ich. Gibt hier jede Menge zu tun, gerade jetzt am Anfang. Schauen wir mal, wie es weitergehen wird ab der nächsten Folge. Ich bedanke mich für euer Dabeisein, für eure Unterstützung. Ich danke für dein Dabeisein, für deine Unterstützung. Vielen, vielen lieben Dank. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und genießt die Zeit.